sagt schon, je eher wir das aufgeladen haben, desto eher können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen. Und abkassieren. Na, wird's bald. Meldet euch mal, ja? Wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Wir sind schneller als geplant. Aber sagt das nicht den Jungs. Schon klar. Was ist in der großen Kiste? Keine Ahnung, mir egal. Ist teuer und aus Russland. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Nehmen wir wieder den gleichen Piloten? Den, der die problematischen Ladungen übernimmt? Ja, Corbin, vertraut ihm. Hab dich. Hat natürlich keiner mitbekommen hier, dass da mal eben jemand ausgeschaltet wird. In seiner Haut stecken, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Habt ihr das denn? Du kannst jetzt nur eins tun. Stillhalten. Und die Kisten? Ja, check. Das Versorgungsmaterial? Check. Und die großen Kisten? Check. Und das hier? Check. Das Zeug? Check. Okay, da sind zwei. Da drüben, wenn ich das jetzt runterfallen lasse, das bringt, glaube ich, nicht so viel. Okay, wir kümmern uns drum. Trotzdem... Damit würde ich die beiden ausschalten. Bleibt der da hinten noch übrig? Und die zwei lustigen Jungs hier vorne. Kommen wir hier runter? Nee, nicht unentdeckt jedenfalls. Darauf kann ich aber schießen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal so. Hey, Alter! Du Scheiße! 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 Wow, Mann! Er ist tot! Was zum Teufel? Ich brauche Verstärkung! Ja, und ich spreche mit einem Echo. Dann können wir dich hier ausstellen. Ich beziehe hier Stellung. Es reicht, Drecksack! Sieh dich um, such dir eine Ecke aus! Wir brauchen noch Statuen! Ja, komm dichter, mein Junge, komm dichter. Er ist überhaupt nicht weg. Corbin will, dass wir dich erledigen, Fischer. Ich sehe. Scheiße, Mann. Corbin gibt Scheiße. Belohnung, wenn ich den Arsch aufreiße. Verdammt, was macht er als nächstes? Das weiß ich nicht. Komm, bringen wir es hinter uns. Aber ich würde sagen, ich versuche einen Weitwurf mit dir. Okay, ich töte dich einfach nur so, ja. So, jetzt sind es nur noch zwei. Einer steht da vorne rechts und wo ist der andere? Zeig dich, Fischer. Ich bin ein netter Kerl. Ich zeig dir alles. Oh, Mann. Na, kommst du? Das ist nicht gut. Ja. Nicht zappeln. Das tut doch weh. Okay, wo ist jetzt der Letzte? Oder ist keiner mehr da? Ich glaube, es ist keiner mehr da. Obwohl wir einen Schalldämpfer haben, ist die Waffe tierisch laut, muss ich sagen. Und dann knallen wir ihn ab! Und weißt du, wieso?
Ich weiß, dass du im Museum bist, Fischer. Komm raus! Was machst du, Fischer? Verflucht, jetzt ist der andere gerade aus meinem Radius rausgegangen. Glaube, er ist weg. Wir sollten trotzdem aufpassen. Naja, bleib mal da unten drunter. Eine Belohnung, wenn ich dir den Arsch aufreiße. Ich krieg dich. Just like I said. Okay, hier ist auf jeden Fall Licht an, da sollten wir nicht durch. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war frei. Oder kommen die Buben gerade sowieso her? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Doch. Oh, das war nicht so gut. Er muss genau da sein, da. Und keiner legt sich mit Kobel an. Bring wir hinter uns. Los, los, los! Ist der Feige Saufischer? Versteckt. Ja, natürlich. Ja, das, herrlich. Auf ein neues. Ist das egal? Und du? Ich weiß nicht, wie du so weit kommen konntest, Fischer. Aber weiter kommst du nicht. Du suchst mich? Schön. Ehrlich, zeig dir weiter. Stell dir ein paar Frauen vor. Und dann schneiden sie ab. Und weißt du auch, wieso? Weil du gleich. Kobin, gib mir eine Belohnung, wenn ich dir den Arsch aufreiße. Alter! Das ist scheiße, Mann! Komm, bringen wir es hinter uns! Komm her! War ganz okay. Er ist weg. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Ja, und da hängen wir plötzlich im Regal. In einem leeren Museum kann man sich nicht verstecken, Fischer. Ich finde dich. Das ist nicht normal. Ich sehe mal nach. Natürlich ist das nicht normal. Spielt mit uns. Wir müssen den Kerl finden, bevor er das verdammte Museum abreißt. Zeig! Mist! Scheiße! Na bitte! Scheiße! Du bist tot! Hast du mich gehört? Du bist tot, ja. Haben wir sie alle erwischt? Mir scheint so, mir scheint so. Gibt's denn irgendwas, was wir wieder einsammeln müssen? M500? Ich glaube nicht. Was? Ach so. Wieder ein dezent platziertes Waffenversteck. An dem wir jetzt hier erstmal unsere ganzen Sachen wieder aufrüsten können. Wo ist denn diese M500 eigentlich? Muss ich die Sachen alle einmal aufheben, damit man die benutzen kann? Oder ist das hier einfach
Ach so, da ist sie ja. Ah, ich habe falsch geguckt. Alles klar, das erklärt so einiges. Ja. Aber jetzt können wir schon mal gerade mit dem, wie komme ich denn wieder nach unten? Da komme ich nach unten. Granate. Upgrade. Was können wir denn damit machen? Effektradius. Würde ich sagen, nehmen wir davon ein. Ja, nehmen wir mal ein. Bastjo. So, müssen wir hier an unserer Pistolette noch irgendwas upgraden? Ich kann noch mal gucken. Macht ein bisschen mehr Genauigkeit. Ja, nehmen wir einfach noch mal mit hier. Yeah, wir haben eine Aktion abgeschlossen. Wow. Was können wir denn bei der Desert Eagle eigentlich machen? Irgendwie ein Schalldämpfer oder sowas? Haben wir sowas? Was ist das hier? Reflexvisier? Nee, Wettkampfmunition sowieso nicht. Laserzielgerät. Das ist ja nicht so meins gerade mal, muss ich sagen. Die Waffen sind ein bisschen doll, finde ich. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Was ist das hier sonst? Nee. Ich weiß gar nicht, was hat man denn sonst immer gehabt? Die P90 damals, ne? Gibt's die hier eigentlich auch? Hab ich jetzt gar nicht so geguckt. Hier, die war das. Aber die kriegen wir leider nicht. Sturmgewehr. Freue ich mich schon auf den Moment, wenn wir sie dann doch mal irgendwann bekommen. So, wo ist denn jetzt hier die, die ich eigentlich noch haben wollte? Nochmal durch. Ja, wir haben es ja. Die hier. Was können wir da noch upgraden? Müssen wir da was upgraden? Ach komm, wir haben eine Farmers, das muss reichen. So, wann kommt denn jetzt hier gleich der nächste Save Point? Ich würde sagen, machen wir das mal hier. Licht aus. Und langsam geht es weiter. Tür aufbrechen. Tür öffnen. Ach komm, wir brechen die Tür auf. Bam! Hier sollen wir wohl klettern. Jo, und du möchtest doch auch einmal klettern. Das sehe ich doch an deiner Nasenspitze. Also wenn das keine Narbe gibt. Eieiei. So, und welches Fenster gehen wir denn jetzt mal als erstes? Oder machen wir erstmal ein bisschen hier. Huch! Na, weil ich gewisse. Und weil ich wissen will, ob es hier spukt. Hier spukt es auf jeden Fall, Minion. Safe Point. Ganz sicher? Der Laden hier ist locker 500 Jahre alt. Wenn das Licht aus ist, ist es hier total gruselig. Und dann diese Geräusche. Ist ein uraltes Gebäude. Daher auch die Geräusche. Genau, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich die beiden einfach nochmal ausschalte. Ich probiere es einfach und danach mache ich dann sozusagen mal wieder erstmal Aufnahmestopp und dann spielen wir hier an anderer Stelle weiter. Geht das in deine Birne rein? Ja, klar. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht. Es kann sein, dass wir die dann nochmal killen müssen. Also quasi doppelt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wow, Mann! Wow, Mann! Raubtier Level 2! Tür! Genau. Sarah Fischer, hier Lies. Genau, ja, nee, wie ich schon sagte, an dieser Stelle jetzt, ich mache dann hier mal den Aufnahmestopp. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns halt an dieser Stelle einfach mal nächstes Mal wieder. Ich muss dann mal gucken, ob ich hier einen Save Point setzen kann oder ob das gerade der Checkpoint war, der da eben kam, als wir in das Fenster reingekrabbelt sind. Aber wie gesagt, dann muss ich die beiden Jungs hier, die da jetzt links ein bisschen quasi kuschelnderweise rumliegen, noch einmal abmurksen. Aber das kriegen wir dann auch noch gebacken. So, mit diesen warmen Worten sage ich dann einfach mal Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.